Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zu einem etwas anderen Video. Wir machen heute mal nichts, was ins klassische Schema reinpasst, sondern wir fangen gleich mal mit gediegener Unprofessionalität an. Heute ist Browser Game angesagt. Ein Spiel, das, wie wir hier sehen, tatsächlich schon ein wenig älter ist, aber definitiv das Spielen unbedingt mal wert ist. Es nennt sich Last Exit Flucht. Und wir werden dieses Spiel jetzt heute mal durchspielen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel schon gespielt. Deswegen kenne ich so ein paar Tricks und Kniffe. Die werden wir jetzt aber mal weitestgehend ausblenden. Ich kann nicht versprechen, dass wir das hier in einem Zug durchkriegen, aber das werden wir dann sehen. In diesem Spiel geht es darum, wir sind ein Flüchtling. Also wir sehen hier Szenen aus dem Fernsehen, wie man sie kennt. Menschen, die man täglich sieht, auch wenn man sie nicht unbedingt bemerkt oder kennt. Und wir sollen uns vorstellen, das sind wir. Und wir können jetzt die Reise erleben, beziehungsweise das, was ein Flüchtling durchmacht. Du bist in Gefahr und musst aus deinem Land fliehen. Wirst du es schaffen? Und dann das klassische Spielcharakter auswählen. Nehmen wir beispielsweise einfach mal ihn hier und nennen ihn Jeffrey. Ich darf vorstellen, das ist Jeffrey. Wir spielen mit Jeffrey dieses Spiel durch und fangen damit mal an. Das Spiel besteht aus drei Abschnitten mit jeweils vier Leveln und wir müssen uns, soweit ich weiß, das Grobziel aus unserem Land hinaus entfernen. Und ich würde sagen, wir fangen damit doch einfach mal an und fangen mal an hier mit Level 1. Das Kapitel heißt Krieg und Konflikt. Auf der Flucht vor Verfolgung, das Militär hat die Macht ergriffen und eine Jagd auf Andersdenkende eingeleitet. Bald bist du an der Reihe, kannst du fliehen, dein Leben steht auf dem Spiel. Wir sehen dramatische Szenen, die sich abspielen. Die erste Aufgabe heißt das Verhör. Wir verdächtigen dich regierungskritischer Ansichten und müssen dich deshalb verhören. Wir werden dir 10 Behauptungen vorlegen, auf die du antworten musst. Wir hoffen, dass deine Antworten nicht in Konflikt zu den Interessen deines Landes stehen. Okay. Fangen wir mal an. Behauptung Nummer 1. Ich verzichte auf mein Wahlrecht. Wir müssen uns vorstellen, wir wollen, also wir sind in einem Land, das ein wenig, ja, mehr oder weniger unter Unterdrückung und anderen politischen Missständen leidet. Da kann man, denke ich, glaube, es ist besser für das eigene Leben, wenn man hier auf sein Wahlrecht verzichtet. Aber wir wissen, ohne Stimmrecht gibt es keine Demokratie. Homosexuell zu sein ist ein Verbrechen und muss bestraft werden. Das sind Menschenwerte, die man eigentlich nicht vernachlässigen darf. Aber ich denke, das sieht das Regime jetzt nicht so kritisch. Ich korrigiere. Anscheinend nicht. Ich verspreche nur von der Regierung freigegebene Informationen zu verbreiten. Ich denke, anhand dieser Einschüchterung, die wir gerade erlebt haben, sollte man das jetzt als Ja abstempeln. Uns sollte klar sein, dass die Regierung eine völlig andere Auffassung als ich darüber haben kann,
was jetzt weitergegeben darf und was nicht. Es ist ein Verbrechen, ohne behördliche Genehmigung eine Vereinigung zu bilden. Hier könnte ich jetzt das deutsche Grundgesetz auspacken und auf das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verweisen. Aber wir sind nicht in Deutschland. Von daher denke ich, dass es so ein Grundrecht hier, wo wir sind, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber das, wo wir sind, einfach völlig scheißegal ist. Wir verzichten auf Versammlungsfreiheit. Es ist vielleicht auch besser so, bevor unsere Versammlung militärisch gewaltsam auseinandergeschlagen wird. Da habe ich keine Lust für. Ich bin immer und jederzeit derselben Meinung wie die Regierung meines Landes. Definitiv. Ich habe damit aber auf mein Recht, anders zu denken, verzichtet. Egal, wir wollen hier raus. Aber hier verzichte ich jetzt auf das Recht, mein Land verlassen zu dürfen. Will ich das? Aber die Regierung will das wahrscheinlich von mir hören. Dabei ist doch Reisen eigentlich meine Entscheidung, oder? Ich verzichte auf das Recht, meine eigene Sprache zu sprechen oder in ihr zu schreiben. Das ist natürlich eine ganz krasse Sache. Aber ich behaupte, um sicher zu sein, muss man anpassungsfähig sein und auf solche Sachen verzichten können. Selbst wenn die Muttersprache ein Teil meiner Identität ist. In diesem Land sind alle gleich vor dem Gesetz, egal welcher politischen Auffassung sie sind. Das ist dem Regime egal? Also ja, das ist ein... Ach nein, halt. Ich bezeuge, dass die Polizei mich gut behandelt hat. Nein. Ist vielleicht besser so. Aber um hier rauszukommen, muss ich wirklich auf alles verzichten. Auch auf meinen Glauben. Das Problem ist, das hat wohl nicht funktioniert, weil wir wohl eine Antwort gegeben haben, die dem Regime nicht gefällt. Und von daher müssen wir uns, fürchte ich, wohl allem entledigen, was wir vorgelegt bekommen. Der vollständige Verzicht. Aber wir wollen ja aus diesem Land hier raus. Und deswegen müssen wir uns unserer eigenen Meinung komplett entledigen und wir müssen die komplett hinten überwerfen, um einfach hier rauszukommen. Es ging gut, dieses Mal. Du hast die Aussagen im Sinne des Regimes beantwortet, aber du hast die Polizei nicht überzeugt. Du wirst deshalb innerhalb von 48 Stunden zu einem neuen Verhör geladen. Verlasse das Land, wenn du es kannst. Das ist ein Teil des, das ist einer meiner Meinung nach ein Sinn dieses Spiels. Man soll die Emotionen und die Gefühle eines flüchtenden Menschen erleben und fühlen können, um herauszufinden, wie es einem geht. Du musst fliehen. Nun musst du dich beeilen und packen. Lege die Sachen, die du mitnehmen willst, in den Rucksack. Wenn du fertig bist, klicke auf die Tür oder auf das Fenster zu fliehen. Du hast eine Minute Zeit, bevor die Sicherheitspolizei kommt. Oha, viel Glück. Alles Mögliche zusammensuchen. Was haben wir denn? Den Hasen müssen wir zurücklassen. Das auch. Oh, ein Pass. Pass ist immer gut. Was haben wir denn noch? Können wir zurücklassen. Kissen? Nein, nimmt zu viel Platz weg. Von Kleidung haben wir keine Ahnung.
Schuhe, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Ein Handy. Nehmen wir mit. Was haben wir noch? Eine Taschenlampe. Kann auch nicht schaden. Also, raus hier. Das war knapp. Du konntest gerade noch vor den Männern fliehen, die in dein Haus kamen und dich mitnehmen wollten. Deine Nachbarn hatten weniger Glück. Wir denken nicht drüber nach. Raus aus der Stadt. Du hast deine Sachen gepackt. Nun musst du raus aus der Stadt, aber du darfst nicht von den Soldaten entdeckt werden, denn sonst ist deine Flucht schnell vorbei. Benutze die Pfeile auf der Tastatur, um aus der Stadt zu gelangen. Viel Glück. Es wird ja doch ein bisschen Arcade-mäßig fast. Vielleicht bringen ja diese 600 Stunden Euro Truck Simulator ja doch was, wenn es jetzt hier um die Steuerung geht. Mal sehen. Third-Person-View von oben drauf. Und ich höre Stimmen, die mir nicht gefallen. Mal sehen. Das sieht nach Wand aus. Geht's nicht weiter? Da sehe ich was. Nächste Wand. Wir müssen wohl da durch. Wenn wir hier nicht an der Wand hängen bleiben. Okay, dann versuchen wir uns mal hier an diesen freundlichen Genossen hier vorbeizuschleichen. Man sieht mich nicht. Was ist das? Ein Loch in der Wand. Loch in der Wand. Weg, weg, weg. So. Und weg. Hindernis Nummer 1 geschafft. Aber jetzt geht's weiter. Da sieht nach Wand aus. Mal sehen. Ein Mensch, was will der von uns, wenn er was von uns will? Komm mit, ich kann dich vor den Soldaten verstecken und dir einen Weg aus der Stadt zeigen. Oh wei, oh wei. Können wir ihm vertrauen? In einer solchen Situation. Wir sollten eigentlich auf uns alleine gestellt sein. Und deswegen sage ich eigentlich. Nee, danke. Krieg ich selber hin. Und wie wir im Nachhinein herausfinden, war das eine ziemlich geschickte Wahl. Weil der Typ arbeitet fürs Militär. Also, weg hier. Straße lang. Gibt ja keinen anderen Weg. Sie sind ja auf der Spur. Welchen Weg wählst du? Links oder rechts? Ich bin eigentlich immer ein Mensch, der gerne links auswählt. Machen wir das doch einfach mal. Mal sehen, ob das. Oh. Es hat funktioniert. Ich hatte Glück. Ich muss mich beeilen. Sie sind nicht mehr weit weg. Was haben wir denn hier noch so? Nein. Unfreundliche Gesellschaft. Gehen wir mal hier zu diesem Kollegen. Folge mir, ich kenne einen Fluchtweg aus der Stadt. Wenn du meinst, wenn du ein Gleichgesinnter bist, ich denke, ich kann dir glauben. Aber wo geht's denn hin? Durch den Hof, durch den Keller und kommt auf der anderen Seite der Stadtmauer raus. Moment mal, das erinnert mich. Kleiner Fun Fact, das erinnert mich ein wenig an der Schuh des Manitou. Da gibt es ja auch diese eine Szene mit dem geheimen Fluchttunnel von der Ponderosa Ranch, die zu einem Busch führt. Unter den Feinden hindurch. Glauben wir ihm doch einfach mal. Steigen wir ein, okay. Und fahren jetzt ungefragt weg. Von mir aus. Glückwunsch, du bist raus aus der Stadt. Aber jetzt musst du noch aus dem Land kommen. Also, wir sehen, Problem Nummer 1 gelöst. Problem Nummer 2, das größere, das kommt jetzt.
Du musst das Land verlassen. Es gibt vier verschiedene Fluchtwege. Ganz gleich, welchen du wählst, du wirst schwierige Entscheidungen treffen müssen. Ja, das muss auch ein Flüchtling. Und ich denke, der hat's noch schwieriger als wir. Weil so einfach, ich habe das Gefühl, das hier ist ein wenig geschönt. Aber schauen wir mal, was so geht. Was haben wir denn so? Wir haben ein Flugzeug. Relativ unwahrscheinlich, weil wir kein Geld haben. Wir haben ein Boot. Ist voll. Welche Überraschung. Wir haben einen LKW, auf dem können wir mitfahren. Machen wir das doch. Ihr seid zu viele im Lastwagen, um die Reise zu schaffen. Sechs Leute müssen aussteigen. Du musst wählen, wer. Sechs Verwandte von dir, sechs Freunde von dir, sechs Nachbarn von dir. Zusammenhalt ist sehr wichtig an dieser Stelle. Deswegen stellt uns das Spiel hier diese Frage, was wir wählen. Ich behaupte, wir sollten an dieser Stelle auf die Nachbarn verzichten, weil die hat es ja vorhin sowieso schon erwischt, weil Freunde und Verwandte, wenn wir die Möglichkeit haben, die mitzunehmen, schmeißen wir die Nachbarn einfach raus. Wie ich sage, Familie und Freunde stehen einem häufiger näher als Nachbarn. Hoffentlich können sie einen anderen Weg finden, um aus dem Land zu kommen. Was danach passiert mit ihnen, wir wissen es nicht. Der Fahrer will bezahlt werden, bevor ihr abfahrt. Du findest den Preis zu hoch. Was machst du? Bezahlen, nicht bezahlen oder handeln? Ich sag's mal so, ich will hier raus. Also zahle ich halt. So nach dem Motto, um jeden Preis, koste es, was es wolle. Mag nicht immer die richtige Variante sein, aber was muss, das muss. Ihr müsst an einer Straßensperre vorbei, bevor ihr zur Grenzkontrolle kommt. Alle müssen ihre Ausweise und Reisedokumente bereithalten, um durchkommen zu können. Gut, dass wir einen Pass mitgenommen haben. Nanü. Die Straße ist schlechter und steiler, als der Fahrer geglaubt hat. Ihr schafft es nicht über den Berg, ohne etwas abzuladen. Du musst auswählen, was ihr entbehren könnt. Wähle zwischen folgenden Alternativen. Eile ist geboten. Wasser braucht man. Essen braucht man. Gepäck wäre nicht schlecht. Decken, gut, kann man sich anders helfen. Weil mit Gepäck und Kleidung kann man sich ja wahrscheinlich auch wärmen, als mit Decken. Das geht. Dein bester Freund sieht, dass er seinen Ausweis nicht dabei hat. Ihr riskiert alle an der Straßensperre entdeckt zu werden. Es hängt von dir ab. Was wollt ihr mit ihm machen? Da es um meine Sicherheit geht und um die Sicherheit der anderen, die mir verbunden sind, gehe ich über meine Menschlichkeit hinaus und schmeiß ihn raus. Schade für ihn, aber wir wollen ja raus. Das mag sicherlich egoistisch sein, aber Tatsache ist, so ist das. Haben sich auch diese 2,9, die denken sich wohl auch diese 65,5 Millionen Menschen, die momentan auf der Flucht sind. By the way. Du hast deine Wahl getroffen und vielleicht alle Mitreisenden davor gerettet, an der Straßensperre entdeckt zu werden. So ist das. Du musstest deinen Freund opfern. Ihr müsst euch jetzt beeilen. Hier seid ihr nicht sicher. Das nennt man Kollateralschaden. Schauen wir mal. Eure Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Das Militär lässt euch weiterfahren. Was wäre passiert, wenn wir den Kollegen mitgenommen hätten? Die Frage müssen wir uns immer stellen. Es wäre vermutlich unschön geworden. Ich habe es nicht ausprobiert. Ach ja. Ihr seid jetzt kurz vor der Grenze. Du musst entscheiden, ob ihr anhaltet und ihnen helft oder vorbeifahrt. Ich sag's mal so: Da wir auf uns achten müssen und egoistisch denken, fahren wir natürlich weiter. Tut mir leid für die, aber lieber so als gar nichts.
Ein Freund von dir hat sich am Fuß verletzt, als er von der Ladefläche sprang. Mal ehrlich, wie schafft man das? Ihr müsst in den Wald und einige Kilometer gehen, dann könnt ihr die Grenze passieren, doch es sind mehrere Kilometer zu Fuß. Was machst du mit ihm? Ich sag's mal so, wir sind viele Leute, man kann sich die Last teilen, wenn wir ihn mitnehmen können. Warum sollten wir ihn nicht mitnehmen können? Du hast es geschafft. Du bist ein enormes Risiko eingegangen und hast viel Verantwortung übernommen. Und du hast es geschafft. Sehr gut. Machen wir weiter. Übrigens grüße ich alle, die hier zuschauen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich Fragen aus dem Chat nicht beantworten kann, weil das hier braucht, naja, wenigstens einiges an Konzentration. Aber die Wie geht's dir Frage kann ich mit gut beantworten. Kommen wir zum zweiten Kapitel, das Grenzland. Kann ich hier bleiben? Du suchst Schutz in einem fremden Land. Du musst dich verständlich machen, auch wenn du nicht die Sprache sprichst. Alles ist neu und die Zukunft ungewiss. Dieses Problem haben die Flüchtlinge ja auch. Fremde Sprache, neues Land, keine Ahnung, wie man sich verständigen soll. Was ist zu tun? Schauen wir mal weiter. Rückblende. Eine neue Stadt, neues Glück. Nee, andersrum. Neue Stadt, neues Glück. Du hast es in eine Stadt im Nachbarland geschafft. Kannst du hier bleiben und Schutz bekommen? Zuerst musst du einen Ort finden, an dem du übernachten kannst. Viel Glück. Dann schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Ach, guck, meine Kirche, die geistliche Welt. Ist doch immer gut. Aber anscheinend nicht um diese Uhrzeit. Versuchen wir es später nochmal. Nächste Möglichkeit. Was haben wir denn hier? Wobei. Du kannst entweder von hier weggehen oder fragen, ob es einen sicheren Ort gibt, wo du dich verstecken kannst. Was machst du? Die Typen sind mir relativ unheimlich. Ich sehe. Wir müssen dran denken, wir haben immer noch einen ausländisch aussehenden Spielcharakter. Vielleicht sind die nicht so geil auf Ausländer. Wir verpissen uns mal lieber. Sag ich doch, diese Leute mögen keine Ausländer. Suche weiter. Ist vielleicht besser so. Was wäre wohl passiert? Was haben wir denn noch? Ein Privathaus. Oh, der ist ja. Der hat ja eine Laune. Wir haben genügend von euch in unserem Land. Geh doch nach Hause. Ja. Ein politisch eher rechts gesehener Vertreter. Wir würden dir gerne helfen, doch leider wollen wir kein Risiko eingehen. Hoffentlich hilft dir jemand. Auf gut Deutsch. Wir haben keinen Bock auf dich. Geh woanders hin. Nur freundlich ausgedrückt. Dafür Props an die, aber leider auch keine Chance. Next one. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier einen Einkaufsladen, einen Laden. Aber wir haben kein Geld, um einkaufen zu gehen. Also, ja, blöd gelaufen. Oh. Das war nicht so schlau. Die Polizei will wissen, wer du bist. Was antwortest du? Die Touristenmasche. Wer kennt die denn? Die kennen doch bestimmt einige. Also, ich glaube, die Wahrheit sagen. Es spielt im Prinzip keine Rolle.
weil es kann beides glaubhaft sein, weil wir sehen ja aus wie ein Ausländer und es kann ein Tourist sein, der Tourist ist aber seriöser und vielleicht auch gernerer gesehen. Also die Touristenmasche, ihr seht's, funktioniert. Kann man öfter machen. Du hast Glück gehabt, sie glauben dir, zeigen zur Stadt, wo du eine Unterkunft finden kannst. Zur Stadt, okay. Also wir hätten noch den Wald gehabt, aber wenn die Polizei, der Freund und Helfer Polizei sagt, wir sollen hier hingehen, ja, können wir es doch nochmal hier versuchen. So, das hier, das ist ja wohl noch. Ein Wunder ist geschehen. Die Kirche ist offen. Hier kannst du dich eine Zeit lang verstecken, bis du das Land verlassen kannst. Sobald du in ein Land kommst, in dem du Asyl beantragen kannst, wird dein Fall bearbeitet und du kommst in eine Unterkunft für Asylsuchende. Dort gibt es aber neue Probleme, die gelöst werden müssen. Klar, Erstankunftsländer, die Leute, die den Bound gespielt haben, die haben das mitbekommen. Erstankunftsland ist das Land, wo man als erstes hinkommt, als Flüchtling, als erstes den Fuß quasi draufsetzt. Und kleiner Fun Fact am Rande, was das Thema Deutschland betrifft. Ich habe es im Bound, habe ich es geschrieben. Hier ist es so, dass Deutschland eigentlich gar nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen müsste, weil Deutschland nur in einem sehr skurrilen Fall als Erstankunftsland gelte. Und zwar, angenommen, wir steigen auf ein Boot. Das Boot schippert, sagen wir mal jetzt mal, übers Mittelmeer in den Atlantik. Hoch vom Atlantik über den Ärmelkanal in die Nordsee und von der Nordsee zum Beispiel über die Elbe nach Deutschland rein. Und dann wären wir in internationalen Gewässern unterwegs gewesen und das würde quasi dazu führen, dass wenn wir über den Fluss, zum Beispiel die Elbe, nach Deutschland kommen, Deutschland das Erstankunftsland wäre. Und dann wäre Deutschland dazu verpflichtet, den Flüchtling, also uns, aufzunehmen. Kleiner Fun Fact am Rande. Finde ich eine saulustige, na, saulustig jetzt nicht, aber finde ich eine bemerkenswerte Geschichte. Also, schauen wir mal weiter, wie unsere Reise weitergeht. Wir müssen einen Dolmetscher finden. Du bist nun in einer Sammelunterkunft für Asylsuchende. Du musst sicherlich vieles in Erfahrung bringen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt einen Dolmetscher, der deine Sprache spricht und dir helfen kann. Doch er verlässt gleich das Haus. Beeile dich, damit du ihn findest. Super. Immer die Leute, die vor mir weglaufen. Das ist Wahnsinn. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Eine zune Tür. Das fängt gut an. Was ist das hier? Nützliche Informationen, aber nicht in meiner Sprache. Ergo, die Informationen sind nicht nützlich. Er ist nicht sehr groß, du erkennst ihn sofort, er ist ganz in der Nähe. Telefon. Ja, ich habe keine Ahnung, was er labert. Ist bestimmt ein ausländisches Callcenter. Was haben wir hier? Brief. Kann ich nicht lesen. Er ist gerade vorbeigegangen. Dann möge er doch mal da bleiben. Am Ende des Gangs liegen Küche und Ausgang. Suche dort. Gucken wir mal, wir haben hier noch zwei Türen. Zeigt das schwarze Brett hier. Suche weiter. Super. Da ist er ja. Gut, dass wir uns gefunden haben. Wir haben viel zu besprechen. Komm mit. Ich wüsste jetzt aber noch gerne, wie groß er denn ist. Du hast es geschafft. Wir haben einen Dolmetscher gefunden. Sehr schön. Bemerkenswerterweise schneller als so manches Match in Overwatch. Als kleiner. Naja, egal. Nun hast du einige Dinge erhalten, die du brauchen kannst. Jetzt kommt der nächste Schritt in deinem neuen Leben. Du kommst in eine neue Schule. Also auch das bleibt uns nicht erspart. Weißt du, da fliehst du aus deinem Land raus, weil du sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Und was passiert? Stecken dich in die Schule zurück. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Naja, das Leben ist wie eine Tür. Muss man durch. Flüchtling oder Einwanderer? Makes the difference.
Du wirst jetzt etwas über sieben verschiedene Personen lesen. Sie haben alle ihre Länder verlassen. Entscheide mit der Hilfe der jeweiligen Geschichte, ob es sich um Flüchtlinge oder Einwanderer handelt. Es gibt immer gute Gründe dafür, dass ein Mensch sein Heimatland verlässt. Im Faktenweb kannst du etwas über den Unterschied zwischen Flüchtlingen und Einwanderern nachlesen. Die Bauernspieler kennen so ein bisschen was davon. Es gibt ja diverse Gründe, warum man sein Land verlässt. Die Push-Pull-Faktoren haben wir ja angesprochen. Einerseits Krieg, Terror, Unterdrückung, sowas. Diese ganzen Faktoren, die dich aus deinem Land rausschieben, wie so ein abstoßender Magnet. Dazu zählt auch, was zählt da noch dazu? Armut, soziale Ungerechtigkeit. Das sind Gründe, warum man flüchten sollte. Die sogenannten Push-Faktoren. Die Pull-Faktoren, die dich aus deinem Land rausziehen, sind bessere Chancen und Möglichkeiten in anderen Ländern wie eine bessere und gesicherte Wirtschaft, bessere Einkommenschancen, Freiheit, eine höhere Werteakzeptanz und was war es noch? Persönliche Freiheit hatten wir. Und Respekt und Anerkennung. Sowas zum Beispiel. Und das ist der Unterschied zwischen Flüchtling und Einwanderer. Der Einwanderer geht nach den Pull-Faktoren, der Flüchtling geht nach den Push-Faktoren. Schauen wir uns die Personen mal an. Zoran Marković, geboren in Kroatien, aufgewachsen in Serbien, im ehemaligen Jugoslawien. Kam 65 nach Deutschland. Zog früh nach Serbien, unterrichtet Mathe an einer Universität und arbeitet heute in einem Restaurant und besitzt auch selbst eins. Die Verwandten leben noch im ehemaligen Jugoslawien. Er besucht sie mindestens zweimal im Jahr. Ist er Flüchtling oder Einwanderer? Zieh den passenden Begriff auf das Bild. Ich denke mal, erstens, er hat anständige Kleidung und er hat eine relativ erfolgreiche Geschichte. Ich denke mal, der ist jetzt, vor allem weil es ihm dort nicht schlecht ging, als Mathe-Prof an der Uni. Warum solltest du da flüchten? Ich denke mal, er ist ein Einwanderer. Das stimmt. Er kam aufgrund vom Arbeitskräftemangel in Deutschland nach Deutschland, um sich finanziell dort zu verbessern. Hat einen sicheren Aufenthaltsstatus und kann seine Familie besuchen, wann immer er will. Sehr gut. Next one. Kurban Atakov, in Turkmenistan aufgewachsen und geboren, weigert sich aus religiöser Überzeugung, Waffen zu tragen und Militärdienst zu leisten. Kann man nachvollziehen. Zusammen mit der Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit, den Zeugen Jehovas. Wir kennen sie alle. Das sind immer die, die an der Tür klingeln und dämliches Zeug labern. Wurde verfolgt, Haus wurde zerstört, Familie zwangsweise in einen anderen Landesteil umgesiedelt. Nach vielen Versuchen gelang es ihm, das Land zu verlassen. Er lebt nun in Wien. Er ist nie nach Turkmenistan zurückgekehrt. Das schreit so ein bisschen nach Flüchtling. Weil es sieht nicht aus, als würde er das Land unbedingt freiwillig verlassen haben. Und wenn er mehrere Versuche gebraucht hat, naja. Wegen seines Glaubens verfolgt, weil er keine Waffen tragen wollte, wurde in seinem Heimatland nicht akzeptiert und er musste fliehen. Er wurde rausgepusht. Was haben wir denn mit ihr? Suhaila Hakami, geboren und aufgewachsen in Afghanistan, in einer wohlhabenden Familie. Moderne Muslimin, trägt keinen Schleier. Ob das so in dem Umfeld so gesund ist, lässt sich in Frage stellen. Unterstützt nicht die Politik der Taliban. Ihr Mann floh aus dem Land, um dem Regime zu entkommen. Und sie durfte nicht mehr außerhalb ihres Heims arbeiten. Ihre Karriere als Lehrerin war vorüber. Sie hatte also mal eine gesicherte Arbeit. Besorgte sich falsche Papiere für sich und die Töchter, verließ das Land unter großer Furcht und ist seither nicht zurückgekehrt. Puh. Ich würde jetzt mal tippen, Einwanderer, aber. Ne, okay, das ist wahr. Dass ich ein Einwanderer so. Na gut. Ein Einwanderer mit gefälschten Papieren.
Okay. Hikmet Kemal, in der Türkei aufgewachsen und geboren, als Anwalt und Verteidiger für Kurden. Selber Kurde, schon oft verhaftet. Druck der Behörden. Lebt jetzt in der Schweiz. Okay. Hat unter schwierigen Bedingungen die Türkei verlassen. Einwanderer. Auch nicht. Meine Güte. Ich habe heute eine schlechte Quote. Was ist denn mit ihr? Asma Abd al-Aziz. Aus dem Nahen Osten. Wohnte bei ihren Eltern, bis sie 16 war. Ah ja, sehr schön. Zwangsverheiratung mit einem 30 Jahre älteren Mann, den sie auch nicht mag. Wollte das nicht. Familie hatte darüber entschieden. Wird von Brüdern und Vätern bedroht. Und konnte mit Hilfe des Cousins das Land verlassen. Das schreit nach Flüchtlingen. Bitte, das ist ja mal mehr als offensichtlich. Shahzad Jehansep aus Pakistan, gelernter Koch, auch in der Schweiz, hat ein Restaurant eröffnet, also Verwandte von ihm, wurde gefragt, ob er nicht hinkommen möchte, um als Koch dort zu arbeiten. Ich meine, er hat Geldschwierigkeiten. Jetzt arbeitet er dort und reist hier wieder mal zurück. Das ist doch ein Einwanderer, weil er sieht bessere Jobmöglichkeiten in der Schweiz. Also macht er das quasi so, damit es ihm besser geht. Aber nicht, weil er jetzt aus seinem Land gewaltsam rausvertrieben wurde. Leila Popovic aus Bosnien-Herzegowina. Bosnische Muslimin mit Serben verheiratet. Von den Nachbarn verarscht, von den Behörden schikaniert, Kinder in der Schule gemobbt, verlieren die Arbeit, Haus abgefackelt, von Verwandten des Mannes rasch das Land verlassen, nichts mehr geblieben, um nach Bosnien-Herzegowina zurückzukehren. Ich hätte jetzt behauptet Flüchtling, weil das ist eine etwas krassere Geschichte, die dahinter steht. Ja gut, wir haben zwei verkackt, das dürfen wir jetzt nochmal machen. Also machen wir es jetzt im Speedrun. Das ist ein Einwanderer. Das ist ein Flüchtling. Sie ist ein Flüchtling. Er ist auch ein Flüchtling. Sie ist ein Flüchtling. Er, der Schweizer Koch, der Neue, ist ein Einwanderer. Und sie ist auch ein Flüchtling. Wunderbar. Hätten wir das durch? Also ihr seht, das Spiel ist ziemlich gnadenlos. Du musst hier wirklich komplett alles richtig haben, um das hier zu bestehen. Das wird sehr, sehr interessant. Weiter geht's. In der Schule. Hurra. Neu in der Klasse, du kommst in einem neuen Land in die Schule. Heute ist dein erster Tag. Viel Glück. Wenigstens schreiben sie da viel Glück hin. Mein Ironiezweig wird's treffen, wenn da jetzt noch GLHF hinten dran stünde. Sprechen wir binnen. Guten Tag, heißt das. Ich sag mal meinen Namen. Okay, instinktiv richtig gehandelt. Hauptsache den Namen mal rausposaunt. Sehe ich genauso. Ich hock mich mal zu ihm. Er macht hier diese auffällige Handgeste. Es scheint fast so, als ob du verstehst, was sie sagen. Wenn man ein bisschen Mimik und Gestik noch mitinterpretiert, ist man genau an dem Punkt, was man mit Händen und Füßen reden nennt. Was soll ich damit machen? Laut vorlesen, in die Tasche stecken,
In den Mülleimer werfen? Steht hier nicht. Aber ich sag's mal so, das ist jetzt mal ganz ehrlich, wir kennen diese Situation. Das ist doch in der Schule genauso. Wenn ich in der Schule einen Zettel krieg, dann bin ich doch auch nicht so naiv und so dämlich und lese diesen Zettel laut vor. Ich steck den natürlich ein. Es wäre nämlich peinlich geworden. Ihr seht, wie in der Ich dachte, Schule. du bist fein mit dem. 3. Was machst du jetzt? Ich wähle 3 Personen, mit denen ich in einer Gruppe sein möchte. Erste Stunde in der neuen Schule. Vorstellungsrunde. Wir kennen sie alle und wir hassen sie alle. Aber ich denke mal, es geht auf Gruppenarbeit hinaus. Deswegen schauen wir mal nach Leuten, die mir sympathisch erscheinen. Er hier Okay. scheint wohl einverstanden zu sein. Wer ist mir noch sympathisch? Sie hier, sie hockt hier so alleine. Gruber. Aber sie hat wohl keine Lust. Das hier alten. Er hat auch keine Lust. Nicht der Gruber. Nee. Ugruber. Guck mal, sie hat Bock. Das ist doch was. Sehr entgegenkommt. Und er hier. Ugruber. Er hockt ja auch so alleine. Wunderbar. Du hast es geschafft, in eine Gruppe zu kommen, obwohl du nicht verstanden hast, was gesagt wurde. Es ist nicht immer so einfach, in einem neuen Land gleich Fuß zu fassen. Mach weiter, dann siehst du, wie es ist, eine Arbeit zu suchen. Vielleicht sind wir ja ein Naturtalent, das in Händen und das mit Händen und Füßen reden. Das kann ja sein. Das wird's wohl auch sein. Und damit kommen wir zum Kapitel 3, dem aus meiner ersten Erfahrung schwierigsten Kapitel. Warum werden wir gleich noch sehen? Ein neues Leben, Verlust und Herausforderung. Du darfst bleiben, aber wie sieht es aus mit Wohnung, Schule und Freunden? Es gibt vieles zu bedenken, aber gib nicht auf, du bist jetzt nahe dran. Schauen wir doch mal. Job finden. Ah, nee. Rückblende. Ah ja, okay. Suche Arbeit. Das ist immer gut. Dein Asylantrag wurde genehmigt. Juhu! Und du darfst bleiben. Juhu! Seitdem hast du dich für mehrere Jobs beworben, aber wurdest kein einziges Mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bald sind Sommerferien und du brauchst Geld. Versuche diesen Job zu bekommen. Viel Glück. GLHF. Du darfst jetzt selbst einen Brief auswählen. Klebe dein Foto auf die Bewerbung. Schauen wir doch mal. Hallo, ich möchte gerne bei Ihnen während des Sommers arbeiten. Ich bin fröhlich und mag Menschen gern. Hoffentlich wollen Sie mich einstellen. Viele Grüße, Jeffrey. Wirkt jetzt nicht so super. Hallo, ich kann mehrere Sprachen. Ich lerne gerade Ihre Sprache und bin gerne dort, wo etwas los ist. Ich möchte gerne bei Ihnen während des Sommers arbeiten. Viele Grüße, Jeffrey. Mein ehemaliger Deutschlehrer würde bei so einer Satzkonstruktion vermutlich ausflippen. Ich kann, ich lerne, ich möchte. Ich. Da würde in einem Aufsatz würde da, glaube ich, Ausdruck vorne dran stehen. Hallo, ich möchte gerne bei Ihnen in den Sommerferien arbeiten. Ich habe bei der Arbeit meiner Mutter mit allen möglichen ausgeholfen. Ich beherrsche den Computer. Viele Grüße, Jeffrey. Ich denke, Computer beherrschen ist immer gut. Aber was haben wir denn hier noch als Viertes übrig? Hallo, ich bin noch nicht so lange hier, aber ein positiver Mensch und Mitglied eines Vereins. Ich würde gerne für Sie arbeiten. Hoffentlich können Sie jemanden wie mich brauchen. Grüße, Jeffrey. Ja gut. Wie kann es sein, dass ich in einem Verein bin, wenn ich noch nicht so lange da bin? Wäre das, was man hier hinterfragen könnte. Hier ist es die interessante Sprache. Und die Tatsache, dass er mehrere Sprachen kann, aber gerade die eigentliche Sprache, um die es geht,
erst lernt. Kommt jetzt auch nicht so super. Fröhlich und mag Menschen gern. Wenn ich es richtig gesehen habe, wollen wir uns in einem Freizeitpark bewerben. Fröhlich und mag Menschen gern. Arbeit im Freizeitpark ist mit Menschen verbunden und ich würde jetzt mal behaupten, dass das wahrscheinlich das Beste sein wird. Will ich den Brief abschicken? Ja. Feuer frei. Glückwunsch, du bist einer von vier, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Nun musst du wählen, was du anziehen möchtest. Kleidung, ja. Zum Glück sind wir keine Frau. Das wäre jetzt vielleicht noch interessanter. Aber zum Vorstellungsgespräch legt man natürlich eigentlich Wert darauf, dass man anständig und gut gekleidet erscheint. Was haben wir denn hier? Wir haben hier T-Shirt und eine kurze Hose. Wirkt das seriös? Nein. Wir haben hier ein Sweatshirt und eine Jogginghose. Wirkt das seriös? Noch weniger. Aber was haben wir denn hier? Hemd, ein Sakko müsste das sein, eine Krawatte und eine gute Hose. Der perfekte Manager. Wenn du mit deiner Kleidung zufrieden bist, kannst du weitergehen zum Vorstellungsgespräch. Sonst gehst du zurück und ziehst dich um. Nö, wir machen es mal so. Krawatte kommt immer gut. Wobei ich jetzt die Blicke, wenn ich die Blicke von denen richtig interpretiere, die eher gegenteiliger Meinung sind. Aber hören wir mal, was sie so zu sagen haben. Mann, du siehst ja ganz nervös aus. Tue ich das? Ich bin doch eher selbstbewusst. Spitze, ich suche eine Arbeit und komme direkt zum Vorstellungsgespräch. Danke für die Info, wollte keiner wissen. Das ist das erste Mal, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Tell me more. Du bist jetzt dran, viel Glück. Es ist auch mein erstes Vorstellungsgespräch, also ist gar nichts so Besonderes. Was hast du denn bitte? Willkommen, du siehst wirklich ordentlich aus. Das ist gut, du musst jetzt einige Fragen beantworten, dann sehen wir weiter. Dann stell mir die Fragen. Ich versuche sie möglichst unkompetent zu beantworten. Hast du schon öfter Ferienjobs gehabt? Lass mich mal kurz überlegen. Habe ich einen Ferienjob in meiner Heimat gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Hast du gute Noten in der Schule? Ja. Du sprichst unsere Sprache ja richtig gut. Hast du ein paar Referenzen? Habe ich Referenzen? Linke Faust, rechte Faust, zwei Füße. Sind das Referenzen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mir ein ganz gutes Bild von dir verschafft. Wir suchen zwei Leute für zwei Jobs, eine Putzkraft und einen Assistenten für unsere Achterbahn. Einen Assistenten. In welchem Job bist du interessiert? Da ich tatsächlich relativ technikversiert bin, also ich als Spieler jetzt, habe ich eigentlich nicht wirklich Interesse an dem Putzjob. Sondern werde mich mal hier für die. Super. Hat ja gut funktioniert. Ich frage mich bloß, warum. Nicht genau das, was du wolltest. Ich frage mich nur, ob, wenn wir die Ferienjobs angegeben hätten, ob wir dann den Job bekommen hätten. Aber na gut, arbeiten wir halt als caretaking person. Das ist das neue Deutsche für Reinigungsfachkraft oder nein, Reinigungsfachkraft ist das gehobenere Deutsch für Putzfrau oder Putztyp in dem Fall. Reinigungsfachkraft kommt immer gut. Zeit zum Einkaufen. Okay, also vom Bewerbungsgespräch zum Supermarkt. Nun hast du eine Arbeit und der erste Lohn ist auf deinem Konto. Du willst dein Handy kaufen, um deine Verwandten und Freunde erreichen zu können. Moment mal, ich habe doch ein Handy mitgenommen. Was wollt ihr von mir? In den Geschäften wirst du hören, welche Vorurteile die Leute über dich und andere in deiner Lage haben. Viel Glück. Ist auch noch so eine Sache, die ich anmerken möchte. Es ist tatsächlich so, dass Flüchtlinge jetzt unbedingt nicht von allen Leuten mit offenen Armen empfangen werden. Ob das jetzt so gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen.
Jedenfalls ist es Fakt, dass jeder seine eigene Meinung über diese über Flüchtlinge hat. Und Vorurteile sind aber immer da, auch aber nicht nur Flüchtlingen gegenüber, auch zum Beispiel einheimischen Deutschen gegenüber. Was haben wir denn da? Wir haben Obdachlose, wir haben Kriminelle, wir haben Reiche, gegen denenüber hat man ja auch Vorurteile. Politiker, natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Lehrer, gegen Lehrer hat man auch sehr, sehr viele Vorurteile. Also Eltern meistens haben gegen Lehrer sehr viele Vorurteile. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, Lehrer haben auch gegenüber Schülern Vorurteile. Aber lassen wir das mal so stehen. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier so Feines? Rolltreppe. Ein Schlauchgeschäft. Spielzeugladen. Naja, hören wir uns mal um. Was hat die denn zu sagen? Die schaut ja nicht so vertrauenserweckend. Die kommen hierher und nehmen uns die Arbeit weg. Wir selber müssen Arbeitslosengeld beziehen. Ein klassisches Vorurteil gegenüber Flüchtlingen, das kennt man sehr, sehr gut. Es ist wohl häufiger so, dass sie Schwierigkeiten haben. Sag's nochmal, komm. Habe ich es verpeilt zu lesen. Es ist wohl häufiger so, dass sie Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben, weil ihre Sprachkenntnisse nicht ausreichend sind. Oder sie bekommen solche Arbeiten, die wir nicht wollen. Ich würde jetzt mal aus dem Stegreif raus sagen, könnte man nachvollziehen, ja. Was sagt sie denn? Wir haben hier eine Spielbahn, du musst leider weitersuchen. Okay, also Handy kriegen wir hier nicht. Next one. Schlauchgeschäft waren wir gerade. Was haben wir denn hier? Sieht nach Inneneinrichter, Schrägstrich Baumarkt, Schrägstrich Renovierungsdiscounter aus. Ja, du hast bestimmt dein Parkett verheizt, was? Und jetzt willst du einen neuen Bodenbelag haben. Ja, du mich auch. Sehr freundlich. Das ist doch Unsinn. Man muss nicht jeden dummen Spruch nachsagen. Sei etwas kritisch beim Denken. Wenn du nichts kaufen willst, muss ich dich leider bitten, das Geschäft zu verlassen. Gut, dann gehen wir halt aus dem Baumarkt wieder raus. Kriegen wir auch kein Handy. Sollen wir noch Lampengeschäft? Oh wei. Echt typisch, noch ein ausländischer Junge, der hierher kommt und uns die Mädchen wegschnappt. Das stimmt ja wohl nicht. Die Mädchen suchen sich doch die Jungs aus, die sie am liebsten mögen. Das ist immer das Coole an solchen Leuten. Es gibt einen, der sagt, Flüchtlinge sind absolut dämlich und machen die Flüchtlinge runter. Und dann gibt es den anderen Typen, der ihn belehrt und sagt, ey Alter, ist doch gar nicht so. Es ist doch eigentlich in Wirklichkeit so. Eine wirkliche Zustimmung gegenüber Flüchtlingen habe ich jetzt hier auch noch nicht rausgehört. Was hatten die Verkäuferin zu sagen? Tut uns leid, wir haben keine Handys. Lampengeschäft. Ein Elektronikfachmarkt war das doch. Das sieht mir gefährlich nach Kleidergeschäft aus. Oh wei. Machen wir es mal, dass wir fragen mal. Nee, wir fragen die Leute mal zuerst. Das ältere Ehepaar. Sie guckt ja mal, wo so richtig heftig stirbt einfach nur. Also, wenn Blicke töten könnten, wäre das hier ein sehr schönes Beispiel. Man muss sich nur umdrehen und schon klauen diese Ausländer den halben Laden leer. Huiuiui. Nein, das stimmt wirklich nicht. Aber wir melden jeden, der stiehlt. Genauso wie wir Inländer auch Inländer melden, die etwas klauen. Sie ist ja mal volle Kanne gegen Ausländer. Also so richtig, man sagt es den älteren Herrschaften ja nach. Alteingesessen, man hat schlechte Vorurteile gegenüber ausländischen Menschen. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, muss ich wirklich mal sagen. Aber er ist so die gute Seele, weil er macht eigentlich keinen Unterschied. Inländer klauen auch, Ausländer klauen auch. Wir melden jeden, den ich sehe. Okay, ist richtig so.
Weil warum sollte man da die Ausländer extra und intensiver behandeln und intensiver ein Auge drauf werfen, wenn die Inländer, in dem Fall jetzt die Deutschen zum Beispiel, einfach auch Sachen klauen? Wäre ja ungerecht. Wir haben nicht die Art von Kleidung, die du suchst. Nein, ich suche keine Kleidung, ich suche immer noch ein Handy. Aber naja gut, was haben wir denn hier? Ein Handygeschäft. Schau dir das an. Aber auch ein paar nicht sehr vertrauenserweckende Leute. Wir können die sich das alles leisten. Natürlich mit all den Beihilfen, die sie bekommen. Damit leben die gut. Aber zum Arbeiten sind sie zu faul. Asylsuchende und Flüchtlinge haben häufig Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden, weshalb viele auf Beihilfen angewiesen sind. Und so hoch sind die doch nicht. Also, erstmal, er denkt, Flüchtlinge sind die Leute, die den ganzen Puderzucker in den Arsch geblasen bekommen. Und findet das natürlich völlig ungerecht, weil diese Beihilfen und Auslagen sind ja viel zu hoch. Da gehen die Steuergelder nach oben. Die Deutschen kriegen zu wenig davon. Also die Inländer kriegen zu wenig davon. Und er hier sagt da, nee, Alter, komm mal runter. Ist gar nicht so, wie du dir das vorstellst. Woher er das weiß? Keine Ahnung, vielleicht arbeitet er ja in so einem Sammelzentrum. Aber gut. Also, hast du ein Handy für uns? Hurra. Hallo, du suchst ein Handy. Hier ist das beliebteste Modell. Es ist ein Sonderangebot. Das letzte Stück, das wir haben. Behalte die Quittung, falls du es umtauschen möchtest. Kleiner Tipp am Rande, ist im Real Life vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Quittung immer behalten. Oh wei, die Cops. Die Kaufhaus-Cops. Dafür sind sie aber ein bisschen schmächtig, um wirklich echte Kaufhaus-Cops zu sein. Und da fehlt außerdem der Segway. Was wollt ihr denn von mir? Wir wollen mal in deine Tasche schauen. Guckst du Tasche, guckst du Handy. Guckst du Quittung? Ich komme jetzt zurück. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Wir bitten um Entschuldigung. Akzeptierst du die Entschuldigung? Ja oder nein? Ich sag's mal so, die gehen nur ihrer verdammten Arbeit nach und die hätten ja auch jetzt können wegen mir auch jeden anderen kontrollieren. Vielleicht weil momentan häufiger geklaut wird. Ich ziehe es jetzt mal nicht darauf zurück, dass die uns jetzt nur deswegen kontrolliert haben, weil wir ausländisch aussehen. Natürlich akzeptiere ich die Entschuldigung. Die machen nur ihre Arbeit. Wenn ich denen jetzt sagen würde, nee, ich nehme die Entschuldigung nicht an, das führt nur zu Stress. Und wir haben gelernt, dass Vorurteile schmerzhaft sind. Menschen können mit Vorurteilen und Angst auf das reagieren, was sie nicht kennen. Doch man darf nicht aufgeben. Je kritischer eine Person ist, desto häufiger reagieren andere ablehnend. Unterschiede zwischen unterschiedlichen Kulturen können zu Problemen führen. Geh weiter, dann wirst du sehen, auf welche Weise. Haben wir ja gerade schön gesehen, was los ist. Die einen Menschen denken das, die anderen Menschen denken das. Also was das betrifft, wir sehen sehr, sehr unterschiedliche Ansichten. Machen wir mal weiter. Jetzt wird's lustig. Jetzt kommt ein sehr, sehr lustiges Level. Nach Herkunft ordnen. Hoffentlich hast du jetzt einen Eindruck davon, wie es ist, aus seinem Land fliehen zu müssen und ganz von vorne anzufangen. Schon seit Jahrtausenden haben Menschen ihre Heimat verlassen und sind in andere Länder gekommen. Wer genau hinsieht, erkennt das auch in unserem Alltag. Manche Gegenstände und Bräuche, die wir für deutsch, schweizerisch oder österreichisch halten, kommen ganz woanders her. Schau selber nach und teste dein Wissen. Mal sehen, was jetzt kommt. Förderband und wir müssen einordnen. Kaffee. Dahin. Krawatte. Deutschland. Ski. Österreich. Werkzeug Deutschland, belgische Waffel, Lego aus Dänemark, Thermometer aus da, Halloween aus Amerika, Porzellan aus dem Osten, Straßenbahn von Siemens aus Deutschland, das Schweizer Taschenmesser erklärt sich selber, Spaghetti aus Italien, Gummibären aus Bonn, Sachertorte aus Wien, die Spieluhr nach da, Christmas, nein, falsch, Wiener Walzer, Schach, Antriebstechnik Jeans. Alphorn und die Schweizer Schokolade. Und ich habe kein gutes Gefühl. Das war nämlich glorreich Kacke. Wir reflektieren mal kurz. Ich könnte mir jetzt einen Zettel holen und das aufschreiben, aber was ich gehört habe, ist,
Der Weihnachtsbaum steht nicht für Christmas, sondern der steht für, ich glaube, Nürnberg oder wo dieser Brauch herkommt. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall auf die deutsche Seite legen. Die meisten Sachen davon, also das Porzellan und so weiter aus dem Fernen Osten kommt, sollte klar sein. Chinesisches Porzellan, wer kennt es nicht? Ming-Vasen und so weiter. Also, second try. Straßenbahn von Siemens aus Deutschland. Der kommt aus Deutschland. Hans-Riegel Bonn. Die Skier aus der Schweiz. Das wahrscheinlich nach da. Die Wasserkraft. Tappe ich jetzt mal ins Ausland. Das nach da. Belgische Waffel. Das nach weg. Kaffee kommt aus dem Ost. Von weiter weg. Österreich, Italien, Deutschland, Dänemark, Amerika, Österreich, Schweiz. Jeans aus Amerika, das aus, glaube ich, Indien oder so. Thermometer aus Deutschland, das Alphorn ist klar. Und das Werkzeug auch nach Deutschland. Das war schon wieder ein Fail. Das Problem ist, wir kriegen jetzt aber auch nicht gesagt, was jetzt hier richtig und was falsch ist. Also, oder kommt das Thermometer doch aus einem anderen Land? Oder nee, die Wasserkraft wurde von Österreichern. Okay, nochmal. Lego aus Dänemark, das aus da. Ski nach da, das nach da, das aus der Schweiz, das nach da. Thermometer kommt nicht aus Deutschland. Danke für den Tipp. Das nach da. Belgische Waffel, das ins Ausland. Schweizer Schokolade. Wasserkraft nach da. Werkzeug nach da. Jeans aus Amerika. Schach aus Indien oder Asien. Siemens. Krawatte, auch wahrscheinlich Deutschland. Sachertorte, Kaffee nach da. Spaghetti nach da. Und das Thermometer mal nicht nach Deutschland. Okay. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Level, wo man sehr, sehr gut überlegen muss. Oder man liest es einfach nach. Aber das wäre ja zu Mainstream. Das kann ja jeder. Oder kommt die Krawatte doch nicht aus Deutschland? Wobei manchmal diese Dinge auch ein wenig, diese Bilder ein wenig ungenau sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Wir machen das jetzt nochmal und ich überlege jetzt nochmal. Machen wir es mal langsam. Eindeutig. Deutschland, habe ich gehört. Wenn das der Tanz ist, nach da, das nach da, da bin ich mir sicher, da bin ich mir sicher. Aber die Waffeln nach. Machen wir die Waffeln mal nach da. So, so, so. Kaffee aus da. So, so. Ach nein, das ist Buhl. Das ist gar kein Porzellan. Ich bin. Success! Es scheint wohl zu funktionieren. Und wie gesagt, ich habe das Bool-Spiel jetzt als Dingens klassifiziert. Was habe ich jetzt anders gemacht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Na gut, beim vierten Versuch. Ja, gut. Kann man machen. So, was haben wir denn hier? Meine erste Wohnung. In diesem Haus befindet sich deine erste wirklich eigene Wohnung. Doch bevor du es dir gemütlich machst, solltest du erst neue Nachbarn kennenlernen. Viel Glück. Dann machen wir mal Klinkenputzen. Hallo. Ich lade doch neue Nachbarn nicht zum Kennenlernen auf einen Kaffee ein. Ich bin besonders vorsichtig, wenn sie aus einem anderen Land stammen. Man weiß ja nie, welches Leben sie hier führen wollen. Findest du das komisch? Nein, Misstrauen ist in Ordnung. Weil nicht jeder lädt neue Nachbarn gleich zu sich ein. Auch innerhalb von Deutschland nicht.
Stammen die Neuzugezogenen auch noch aus einem anderen Land, sind manche gleich übervorsichtig. Ungewohnten Situationen gehen Menschen am liebsten aus dem Weg. Fluchtinstinkt kennt man. Logisch. Next one. Hilfe. Ich bin neugierig auf Menschen aus anderen Ländern, aber ich hüte mich davor, zu viele Fragen zu stellen. Ich will ja nicht aufdringlich wirken. Findest du das ungewöhnlich? Eigentlich schon, weil Fragen kostet nicht. Zweitens, ich würde gerne über mein Herkunftsland ein wenig mein Wissen weitervermitteln. Und drittens ist es doch eine wunderbare Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. So etwas kommt aber vor. Angst und Unsicherheit können häufig neuen Erfahrungen und Kontakten im Weg stehen. Menschlicher Instinkt. Gehen wir mal weiter nach oben. C. Gönn doch. Mein Onkel wohnt nicht bei uns. Er wohnt in einem Altersheim. Findest du das komisch? Ich finde es deshalb komisch, weil es eigentlich ja bei solchen östlichen Kulturen eigentlich üblich ist, dass die Familie immer zusammenhält und die Ältesten aus der Familie sind quasi das Familienoberhaupt mit der meisten Lebenserfahrung, mit dem meisten Einfluss und mit dem meisten Respekt und Ansehen. Und da gehört es zum guten Ton dazu, dass man sich um die Alten in der Familie kümmert. Richtig. In den manchen Ländern leben die Großeltern zu Hause bei ihren Kindern, wenn sie alt werden und Hilfe brauchen. Wie gesagt. Guten Tag. Ich traue mich nicht, meinem Chef zu sagen, dass ich nicht jede Woche Überstunden machen kann. Das könnte zu Streit führen. Ich versuche, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Findest du das komisch? Nein. Weil Konflikten geht man gerne aus dem Weg. In einigen Kulturen wirst du als streitlustig angesehen, wenn du dich beschwerst und man findet es besser, Konflikte zu meiden. Menschlicher Instinkt. In anderen Kulturen wirst du ermuntert, Auseinandersetzungen zu führen und anderen deine Meinung zu sagen. Man meint, das bringt das Gespräch weiter voran. Das ist das Funktionsprinzip türkischer Basar. Man handelt. So funktioniert das. Ich sag dem, was ich bezahlen will, der wirft es mir entgegen, nee, so und so viel kostet das. Und so kommt man im Prinzip ja ins Gespräch. Wenn auch nicht in einem unbedingt freundlichen Umgangston. Das kann dann manchmal etwas ruppig sein, aber das macht ja nichts. Hilfe. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass mein Mann und ich uns die Haushaltsarbeit teilen und wenn ich mit Freunden ausgehen will, bleibt mein Mann zu Hause bei den Kindern. Findest du das komisch? Ich sollte es eigentlich komisch finden, weil in den östlichen Kulturen hat die Frau leider relativ wenig Ansehen, wenig Rechte und wenig Entscheidungsgewalt. Da heißt es, Frau macht den Haushalt, Frau kümmert dich um die Kinder, Frau bleibt zu Hause und kümmert dich nicht um solche Sachen. Deswegen ist es aus meiner Sicht, aus der Spielersicht, wenn ich ja aus einer östlichen Kultur komme, aus einer fremden Kultur komme, sollte ich das komisch finden, dass die Frau hier ausgehen kann und der Mann sich auch mal um die Kinder und den Haushalt kümmern muss. Und vor allem, dass er da hilft. Gleichstellung ein wichtiges Thema in manchen Ländern. Es wird immer normaler, dass Männer und Frauen sich die Arbeit im Haushalt teilen, aber in anderen Ländern kann man ganz anders über die Rollen von Mann und Frau denken, wie gerade erwähnt. Letzte Tür. Jeffrey, der Typ ohne Nachname. Trautes Heim, Glück allein. Glückwunsch, du hast deine erste Wohnung im neuen Land bekommen. Machen wir mal weiter. Und wir sehen, wir haben succeeded. Wir haben alle 12 Level durch und wir wissen jetzt wenigstens ansatzweise über die Reise eines Flüchtlings vom Anfang der Flucht mit den Gewissensentscheidungen bei der Polizei über das Fliehen aus der Stadt
vorbei an den Gefahren von Militär und Verrätern, über die abenteuerliche Reise in ein anderes Land, mit Verlusten und Ängsten und vielen, vielen Entscheidungen. Jetzt besser Bescheid. Wir haben gesehen, wie es funktioniert, sich eine Unterkunft zu suchen, wie es funktioniert in der neuen Schule, ohne dass man irgendwelche Sprachkenntnisse hat. Und wir haben gesehen, welche Vorurteile die Leute gegenüber Ausländern haben, Ausländern und Flüchtlingen, dass das manchmal nicht so ganz schön ist, was man da hört. Und dass es eben auch nicht unbedingt einfach sein muss, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Und wir haben gesehen, so einen kleinen Exkurs gemacht in das eigene Wissen, jetzt mal rauszufinden, was ist jetzt eigentlich Deutsch, Schweizerisch, Österreichisch und was ist komplett ausländisch. In 4 Versuchen haben wir es herausgefunden und haben am Schluss als Preis quasi unsere eigene Wohnung erhalten und damit haben wir diese Reise abgeschlossen. Das war das Spiel Last Exit Flucht, durchgekaut komplett in einer Stunde und 12 Minuten. Also wie gesagt, ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Spielt es ruhig mal selber durch und experimentiert auch so ein bisschen mehr. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe es schon 2-mal durchgespielt gehabt. Trotzdem an einigen Stellen wieder glorreich versagt. Wenn auch mehr oder weniger aus Absicht. Aber was ich jetzt sagen kann, ist einfach nur, dass das Spiel so grob mal Erfahrungen, Empfindungen von Flüchtlingen auf der Reise umreißt und so einen grob Überblick schafft und an die Bound-Spiele, die den Bound gespielt haben. Ich denke, ihr wisst jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid durch mein Gequatsche noch zusätzlich. Und ja, in diesem Sinne haben wir trotzdem für euch einen Endscreen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet habt als der gute Jeffrey. Mich würde sehr interessieren, was er weiter so erlebt hat, wie sein Leben weitergeht. Aber ich fürchte, dass wir das nicht erfahren. Jedenfalls, wenn euch dieser Ausflug gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Folgt mir auf Twitch und schaut bei den Links vorbei, die ich euch sonst noch so verlinkt habe. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mal heute eine ernstere Sache. Kein Video, was jetzt in die anderen Kategorien reinpasst. Kein Spiel, keins der anderen Spiele, wo man jetzt ein bisschen was so einfach lapidar drüber reden könnte. Und ich muss mal schauen, vielleicht wird es zu dieser Thematik noch ein Video geben. Vermutlich ETS oder ATS. Ein Format, wo man eben gut quatschen kann. Und ja, ich bedanke mich bei allen im Stream, die zugeschaut haben. Danke für den Hinweis nochmal an den 95XTX. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder bei einem klassischen Game sehen. Dankeschön, Dankeschön und tschüss.